Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von KOT WWII. Es gibt nämlich noch etwas, was ich euch zeigen will. Aber ich denke vorerst gehen wir mal auf Audio. Denn das gehört dringend runtergedreht. Lassen wir das alles mal an und dann gehen wir auf Spielen. So, ich bin jetzt schon Stufe 13, also ich habe ein bisschen gespielt noch. Gestern, heute noch gar nicht, also es kann ja lustig werden. Und zwar will ich euch noch Krieg zeigen. Ja, es gibt sonst auch noch Herrschaft. Eben das, ja, es steht eh, nehmen Sie die festgelegten Positionen ein. Hardpoint, was ein bisschen besser ist, da verändert sich immer der Punkten, das ist aber immer nur einer. Aber eine Variante von Herrschaft eigentlich. Ja, Moshpit wird es noch geben. Aber wir spielen Krieg. Ich habe halt ein bisschen herumprobiert hier. Aber ja. Und es geht auch schon los. Wenn das Video online kommt, dürftet ihr jetzt das nicht mehr spielen können. Also ich nehme es jetzt am Sonntag auf. Also der letzte Tag, an dem ich noch das spielen kann. Also wem es interessiert, dann pausiert und lest euch da Ziel 3 und das Ganze da unten durch. Ich war bis jetzt immer zu faul. Das Coole ist, dass ich da auch so wechseln kann. Ich kann mir aussuchen, was ich da sein will. Also ich kann sogar Klassen wechseln, aber ich nehme halt mal ich, mich selbst. Und wir sind jetzt Achsenmächte. Also die Deutschen. Ich habe mir eine Sniper geholt und so eine. Lol, ich wusste gar nicht, dass man da reinkommt. Okay, das war stark. So. Verteidigen Sie den Kommandoposten, Ich Soldat! finde auch den Wald irgendwie so schön, keine Ahnung. Ich mag das. So Naturding. Aber wir müssen eben das Haus verteidigen. Wie sind die da rein? Oh, lol, okay. Sie nehmen den Kommandoposten Das ein. wusste ich nicht. Schade, schade. Sie dürfen den Kommandoposten nicht überrennen. Ja, und die anderen sind eben die Alliierten und die Sie müssen greifen den Kommandoposten an. reinkommen und das einnehmen. Aber da ist gar keiner gerade. Sie greifen den Kommandoposten Das an. könnten wir mal reinhauen. Oh nein, okay, sie haben es geschafft, sie haben es eingenommen und jetzt müssen wir eben Der Feind hat uns den zurückrücken. Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Ja, Verhindert, dass der die Feind die Schlacht ist von noch uns nicht vorbei. zerstörte Brücke repariert, sonst kann ihr Panzer vorrücken. Und jetzt sollten wir eben da raufstürmen. Wir werden allerdings schon abgeschossen. Ist nicht gut. Er ist erledigt. Aber wir haben es geschafft. Der Feind darf die Brücke nicht errichten. Ja, da können wir das aufbauen. Wir müssen hoffen, dass wir nicht abgeschossen werden. Ja, sind wir auch. Aber wir haben es fertig geschafft. Und jetzt respawnen wir halt da hinten.
Jetzt laufen wir wieder zu dem Haus. Okay, ich glaube, wir haben einen erwischt. Aber der andere nicht. Ihre Granaten. Lasst sie die Brücke nicht wieder errichten! Den haben wir. Der ist gar nicht mehr zu haben. Ja, da muss man halt extrem snipen hier bei der Brücke. Verdammt, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Okay, den haben wir gekriegt. Leider sind wir gerade in einem schlechten Team. Ich bin meistens hier. Ich weiß, wir verlieren ihn. Und wenn wir es 2 Minuten halten, oder 3 Minuten, unten links sieht man die Zeit. Dann haben wir gewonnen. Und wenn sie weiter vorrücken, müssen wir halt noch weiter. Verdammt. Ja, die müssen halt hinrennen und... Au, das hat wehgetan. Und die Brücke bauen. Eine Minute haben wir noch. Au. Da kann man halt extrem gut Punkte machen, wenn man sniped. Und sogar doppelt wegen Verteidiger. Na, 30 Sekunden noch. Mit Glück gewinnen wir sogar. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch schaffen in 20 Sekunden. Jetzt laufen sie alle nach vorne und wollen das doch schnell machen. Ich muss leider nachladen. Noch 10 Sekunden. Okay. Der packt es nicht. Der Feind errichtet eine Brücke. Oh nein, wir sind noch erschossen worden. Feindliche Brücke ist halb gebaut. Halb gebaut. Tötet alle Feinde bei der Okay, Brücke. Es gibt eine Verlängerung. Das ist nicht gut. Okay, wir haben gewonnen. Unsere Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr schön. Ich finde es auch toll, dass man immer so kleine, also dass es hier eben so kleine Sequenzen gibt. Ich schätze, so in etwa wird dann auch der Story-Modus sein. Und jetzt sind wir eben die, die das Haus einnehmen müssen. Also, Wechsel. Gut, dann wechseln wir mal zur normalen Infanterie.
Der platziert da gerade eine Bombe. Die geht jetzt gleich hoch. Und jetzt können wir da halt rein. Okay, jetzt haben sie mich überrannt. Können wir wieder wechseln? Schade. Und nächstes Panzer. Man kann übrigens auch Panzer fahren. Bei dem Modus. Und das finde ich eben auch sehr cool. Als ob. Komm schon. Okay. Ich glaube, wir laufen wieder dort. Oder wir nehmen jetzt den anderen Weg. Müssen ihn nur finden. Wo war der? Hier? Oh ja, da ist es der Weg. Oh. Nein, bleiben wir noch Panzer. Dann zeige ich euch mal das auch. Haben wir nur 30 Sekunden. Okay, wir haben es bekommen. Oh nein. Ach, komm schon. Gut, dann wechseln wir jetzt auf Gebirge. Das ist sehr hilfreich jetzt. So, jetzt müssen sie verteidigen, die Brücke, und wir müssen sie bauen. Das ist halt das Schwerste. Meistens, wenn du das schaffst, dann hast du alles geschafft. So. Alles voll mit Rauch. Du kannst nicht. So, machen wir das Geschütz. Okay, da haben wir jetzt gerade ein bisschen Pech. Es ist. Wir haben ihn getroffen. So, den haben wir. Da ist gerade einer runtergesprungen oder geflogen. Okay, die Brücke ist jetzt schon halb fertig. Ah, nein, Mann. Die sind so blöd, die Dinger. Okay, warte. Wo gehen wir denn lang? Wir könnten von hier probieren. Kriegen wir den? Jo, kriegen wir. Von wo denn? Wo ist der? Oh, da gleich. Okay. Hol uns wieder mein eigenes Ding. Haben wir das jetzt? Ja. Das steht mir im Weg. Ich mache halt gar nichts und werde trotzdem getroffen. So. Na cool, da kommt unser Panzer.
Da können wir auch einsteigen. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Feinde kommen. Also wir können jetzt nicht fahren, aber wir können halt schießen vom Panzer aus. Also trotzdem ganz cool, finde ich. Habe ich den jetzt bekommen noch oder nicht? Ich weiß es nicht. Schade. Ich habe übrigens ein bisschen nachgedacht, was gibt es denn so noch für Szenarien, und ich denke mir, dass es wirklich Battlefield 1 ganz gut gemacht hat. Ich würde noch weiter zurückgehen. Ich meine, es wäre doch voll cool, wenn du irgendwie... Als ob. Was ist denn jetzt los? Okay. Es wäre voll cool, wenn du irgendwie so... Keine Ahnung, in irgendeiner Revolution oder so kämpfen könntest in der Schlacht. Aber ich hätte es halt gerne realistisch. Oh. Gut, jetzt müssen wir das Munitionslager einnehmen, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Und der hat mich gut bekommen. Ich hasse diese Rauchdinger. Ich meine, ich habe sie selbst benutzt. Aber ich nehme jetzt wieder die normalen, kann man sagen. Oh. Die ganze Zeit irgendwas. Okay, das war's. Ich weiß nicht genau was, aber es wäre halt einfach cool, wenn man so ein bisschen Abwechslung hätte. Und ich glaube auch, dass das COD jetzt kommt, weil sie halt gemerkt haben, yo, das kommt gut an. Das war sehr schlecht. Das ist nicht so gut angekommen. Sammeln Sie sich beim Patze. Ja, wir haben es geschafft. Oh, da sind sie. Okay. Ich habe euch gesehen. Okay, es sind nur mehr 10 Sekunden. 8. Hoffen wir auf eine Verlängerung. Verdammt. Okay, wir haben auch verloren. Also die Achsenmächte sind ein bisschen im Vorteil, aber es kommt natürlich auch aufs Team drauf an. Ich schätze mal, ich war wieder letzter. Okay, ja, schade. Sehr, sehr knapp. So. Ich hoffe mal, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder so. Und ja, wir steigen schon wieder auf. Sehr schön. Jetzt haben wir 3 solche Dinge. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nicht. Schalten irgendwas frei. Aber leider ist es ab morgen wieder alles weg. Naja, trotzdem werde ich mir Call of Duty World War 2 nicht kaufen. World War 2, oh mein Gott. Einfach aus dem Grund. Weil es meiner Meinung nach nichts hat, für das man es jetzt kaufen sollte. Also, ich weiß nicht.
Wie gesagt, ich habe mich nicht so viel informiert, aber ist daran irgendwas neu? Das frage ich mich halt ein bisschen. Deswegen kaufe ich mir es nicht. Ihr könnt ja gerne schreiben, ob ihr euch es kaufen wollt. Das wäre sehr interessant zu wissen. Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? So, ich hoffe, das Ganze war jetzt so eine gute Abwechslung für euch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!